Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Egladun zu diesem weihnachtlichen Let's Play Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Heute ist der 24. Dezember. Ich spiele für euch Pokémon Sonne. Im letzten Part haben wir Lily, unser Mamfaxo, verloren. Wir mussten seinen Tod beklagen, ihren Tod beklagen. Aber nicht lange hat es gedauert, bis wir einen neuen Teammitglied dazu bekommen haben. Und John ist eingeschlafen. Ich kann mal kurz gucken. Carla haben wir dazu bekommen, unser Bingul. Ja, und da geht's weiter zur Inselprüfung. Heute wird sich wahrscheinlich auf die Inselprüfung konzentrieren. Der Part. Lesen wir einfach mal los. Tracy ist am Sprechen. Schau mal darüber. Siehst du das? Wie war gleich noch dein Name? Ach ja, Zwergenfürst. Ein wirklich schöner Name. Und er passt so gut zu dir. Und dort drüben. Siehst du das? Hatten wir das nicht schon mal? Ein ziemlich heftiger Wasserwirbel. Also entweder ist das ein planschfreudiger Schwimmer oder aber ein starkes Pokémon. Okay, ja. Jetzt haben wir wohl die Aufgabe. Das Wasser schimmert im Licht. Möchtest du den Pokémobil nutzen? Ja klar, möchte ich den Pokémobil nutzen. Wir können nämlich jetzt auf Lapras dorthin reiten. Mal gucken, was dort auf uns trifft. Die Fische schwimmen weg. Und was kommt zum Vorschein? Ein wildes Loser-Ding. Mann, ist das ein Hässler. Hatte ich gerade noch Unterhose. Ich hab Badeanzug an. Ich hab Badezeugs an. Das war ein bisschen zu viel für mich. Es hat angefangen zu regnen. Na sowas. Und wieder war der Grund für den ganzen Wirbel ein Lusardin. Da lag ich mit meiner Vermutung, dass es ein ausgelassener Schwimmer sein könnte, daneben. Platsch, 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 platsch. Oh je, was ist denn nun schon wieder los? Aus der Ferne höre ich erneut ein seltsam heftiges Platschern. Wahrscheinlich wieder ein Pokémon. Aber wer weiß, diesmal könnte es wirklich ein planschfreundlicher Schwimmer sein. Vielleicht braucht er deine Hilfe. Wärst du wohl wieder so gut, nach dem Rechten zu sehen, Zwergenfürst? Immer noch. Immer wieder gern. So. Oha. Ein Kampf. Da bin ich wohl in einen Kampf geraten. Da hat wohl jemand angebissen. Manchmal fange ich auch Trainer mit meiner Angel. Okay, wollen wir gar nicht wissen, wollen wir nichts wissen von deinen privaten Dingen. Oh, ein Carpador. Los, Carla. Finde das Carpador. Erfinde das Carpador. Ja, da ist es. Oh, da unten wird mir das Wetter angezeigt. Schön. Sehe ich ja nicht, dass es regnet. Genau, ich setze erstmal Aquavelle auf den Carpador ein. Platscher! Nichts geschickt. Geil. Endlich mal wieder meine Lieblingsattacke. Platscher. Er kann auch Tickle. Scheiße, jetzt habe ich Angst.
Carpador ist doch unser Lieblings-Pokémon. Und was würden wir ohne Carpador tun in einem Pokémon-Spiel? Es wäre kein Pokémon-Spiel, würde ich sagen. Ich glaube, es hackt ein Pokémon-Spiel ohne Carpador. Na, nee, das funktioniert nicht. Noch ein Carpador. Heute geballte Carpador-Power. Ja. Ist heute scheinbar ein etwas ruhigerer Part, wie es aussieht. Mehr Kämpfe, mehr ruhige Kämpfe, hingezogene Kämpfe. Ja. Action, Schmeckchen ist heute nicht so dran. Ne? Naja. Muss ja auch nicht. Zwergfürst gewinnt wieder Geld und geht siegreich aus diesem Kampf hervor gegen den Carpador. Trainer. Gut, weiter geht's. Der Plätscherhügel. In seinem hintersten Winkel lebt das legendäre Pokémon Kyurugi. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Die Personifizierung des Meeres. Echt? Wow! Ein Kyogre, habe ich noch nie was von gehört. Ach was, ich mach doch nur Spaß. Du bist echt gutgläubig, Zwergfürst. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Strand. Dieses Platschen aus der Ferne, was steckt wohl da diesmal dahinter? Na klar, bei Regen steigt die Stärke der Wasserattacken ja um 50%. Hinter dem Wasserwirbel steckt also vielleicht ein Pokémon, dessen Attacke durch den Regen verstärkt wurde. Aber vielleicht auch nur ein übereifriger Wasserplätscher-Trainer. Die wiederholt sich irgendwie, habe ich das Gefühl. Oh, hier sind wir schon da. Ich habe so das Gefühl, dass hier am Plätscherhügel die Herausforderung ein wenig leichter als die eh schon leichte Herausforderung der ersten Insel wird. Aber gut, machen wir weiter im Text. Jetzt bist du mir also bis hierher gefolgt. Die Prüfung beginnt. Dir ist schon klar, was du damit verbracht hast, oder? Richtig, du hast das Tor des Captains passiert. Also steht jetzt auch eine Prüfung an. Und meine Prüfung besteht darin, den Herrscher des Meeres zu besiegen. Ja, haben wir ja vorher ein bisschen üben können. Siehst du den Wasserwirbel dort? Nee, wo? Sehe ich nicht. Was meinst du? Da versteckt sich sicher der Herrscher. Wer weiß, vielleicht sind die Lusardien von vorhin oder ihre Mitstreiter ja auf Rache aus. Sieh dich vor. Beweise dein Können und besiege den Herrscher. Ach ja. Und natürlich musst du zunächst diese Prüfung bestehen, um hier Pokémon fangen zu können. Also dann, möge meine Prüfung beginnen. Die beginnt also jetzt erst. So, dann würde ich mal sagen, schwimmen wir mit Lapras ins nicht erfüllte Wasser. So, dann können wir mal ein bisschen quatschen. Ist gerade ein bisschen Luft dazu. Ist heute ein bisschen eine gechillte Herausforderung, wollte ich gerade sagen. Da fing es an. Donner und Blitz haben plötzlich eingesetzt. Lapras bekommt Angst. Ich würde gerade sagen, es wird gechillt. Da dreht sich das ganze Blatt. Wuhu! Soll man mal nicht so voreilig sein? Okay, vielleicht wird es doch nicht so ganz gechillt. Lusardin Herrscher greift an. Das ist auch ein Lusardin. Die Weiterentwicklung. Wahrscheinlich. Was geht bei dem? Okay. Dann würde ich mal Flügelschlag probieren. Scheiße. John ist gerade nicht aufgeladen. Ich hätte vielleicht John mal vorher aufladen können.
dann wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Aber gut, hab ich gesagt. Ja, das ist Lusardin. Und Lusardin, was ist das denn für eine Weiterentwicklung? Alter Schwede. Das ist ja fast wie bei Carpador und Gardos. Aber mein Flügelschlag scheint dem werten Lusardin im Boss nicht irgendwie ein bisschen zu schaden. Ein bisschen wenig effektiv. Aber der Boss hat dieselbe Unterlippe wie das kleine Hässlein dort. Also man sieht die Ähnlichkeiten, aber gut, wenn er nur doppelt so stark ist wie Lusardin, würde ich gerade sagen, dann schaffe ich das. Ja, Carla ist tot. Alles klar. Los, Lea. Die dritte. Du schaffst es. Z-Kraft. Ich würde mal sagen, Hyper-Sprinter-Angriff. Du kannst nur dieses eine. Rechte Hand. Das ist aber die rechte und die linke. Z-Angriff in meinem wunderschönen Badeoutfit. Alles klar. Verliere hier in jedem Part ein Pokémon. So viel dazu. Oha. Nicht nur eins. Ich glaube, eines lassen wir dabei. Ich bin wirklich so scheiße schwach. Ich bin. Mag daran liegen, dass ich nicht trainiere, aber. Ach, wird dann auch ein Grund sein. Sagt mal, ihr schon Weihnachtsgeschenke besorgt? Ja, natürlich habt ihr Weihnachtsgeschenke besorgt. Wer ja keine besorgt hättet. Und das wäre ein bisschen zu spät. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja. Und das hätten wir. Also nochmal hin, den ganzen Weg. Beginnt. Ich würde diesmal gerne meinen Pokémon heilen. Bin ich die Müll. Auf geht's, Lapras. Schwimmen ins Licht. Oder so ähnlich. Ja, Blitz hat angefangen. Es donnert, es regnet. Lapras bekommt Angst. Story-Sequenz. Kann ich mal irgendwie vorspulen oder was? Oh, schräg. So, los geht's. Lusardin Herrscher greift an. Ihr merkt schon, ich bin heute sehr motiviert. Gut. Das würde ich drauf. Spaß im Schnitt. Mehr wurde besiegt. Zu Risiken und Nebenwirkungen von Pokémon-Kämpfen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ich kriege langsam Krampfadern auf der Stirn.
Ab zur Prüfung beginnt zum dritten Mal. Man kann die wirklich nicht verlieren, die Prüfung. Habe ich so das Gefühl. Es gibt nur Bestehen oder nochmal versuchen. Blitz und Donner plötzlich eingesetzt. Labras bekommt Angst. Der dritte Versuch. Irgendwoher kenne ich das. Irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Boah. Ich habe gerade irgendwie ein Déjà-vu. Ich weiß nicht woher. Aber irgendwie habe ich das schon mal gesehen. Komisch. Was nehme ich auch ein Feuer-Pokémon mit in den Kampf gegen ein Wasser-Pokémon? Ist ja klar, dass das nicht funktionieren soll. Nichts gebracht. Ich geb's auf. Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie in Arzt oder Apotheke. Schnett ich euch jetzt noch ein gelungenes Kampf rein. Das ist der Regen. Grammatik ist auch gerade nicht mehr meine Stärke. Und dann sag mal, ich sag schon mal ciao, ciao und haben einen angenehmen 24. einen angenehmen Weihnachtsabend und ja, bis morgen. Morgen kommt dann noch ein hübscher kleines Let's Play Part. Hübscher kleiner Let's Play Part. Oh. Neues Team Pokémon gefangen. Araqua. Was auch immer das für eins ist. Ich nehme es. Anscheinend erreicht Level 22. Ich nenne es. Max ist es männlich. Wurde ins Team aufgenommen. Na gut, kein Partner für John, aber gut. Haben wir schon mal im Team. Wasser-Pokémon. Morgen kommt noch ein weiterer Part raus. Der letzte offizielle, der letzte reguläre Part des Jahres. Weitere Informationen zu dem Upload-Plan der Feiertage in der Kanalbeschreibung. Ja, dann habt eine schöne Zeit. Frohe Weihnachten. Nochmal hier. Nach dem 7. oder 8. Versuch habe ich aufgehört zu zählen. Aber scheinbar scheint es jetzt was Gutes zu werden. Zumindest halbwegs. Ich habe jetzt Lusardin, den guten Boss, irgendwie besiegt. Fragt mich nicht wie. Mit Max hier, mit dem, den ihr hier gerade seht. Schien zumindest so, als hätte ich ihn besiegt. Unser neues Teammitglied hat ein bisschen an Kraft bewiesen. Und werde das jetzt mal hier an Lusardin etwas demonstrieren. Plage bringt es halt irgendwie weiter. Plage. Und wird halt einmal eingesetzt und schadet in jedem Kampf, in jedem Zug dem Pokémon weiter. Und man muss halt irgendwie nur die Züge aushalten. Man muss halt das Pokémon so lange aufrecht behalten, bis das sich selbst sozusagen durch Plage
tot macht und zwischendurch mal Käferbiss oder sowas machen. Holt euch das Pokémon. Holt euch Max. Und bringt in diesem Kampf auf jeden Fall was. Wie ihr seht, das geht langsam, aber sicher vorwärts. Weil er hält sich auch immer ein bisschen selbst. Deshalb geht es natürlich etwas zäh voran. Aber es sieht so aus, als hätten wir das gleich geschafft. Rechter am Fehlschlag. Zack, schon im roten Bereich. Naja, fast. Von Plage befreit. Oh, müssen wir gleich nochmal Plage einsetzen. Rechterhand schlägt viel. Zack, Plage. Und wird geheilt. Nicht wirklich. Zack. Und jetzt noch einmal draufhauen mit Käferbiss. Immer draufbeißen. Zack und fertig ist. Max erhält einige EP-Punkte. Du besiegst nur Sa, den Herrscher. Endlich, 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 endlich. Puh. Es hat Stunden gedauert. Muss ich wirklich zugeben. Bravo, Zwergfürst. Bitte komm jetzt zu mir zurück. Es hat gefühlte Tage gedauert, den Boss zu besiegen. Also, ich bin wirklich hin und her gerissen. Einerseits bin ich traurig, weil mein mit großer Hingabe trainiertes Lusardin besiegt worden. Andererseits möchte ich dir ganz herzlich zu deiner bestandenen Prüfung gratulieren, Zwergenfürst. Das hier war wirklich eine reife Leistung. Respekt, hier ist was für dich. Ja, das war wirklich eine sehr reife Leistung. Kommt der dritte Stempel. Den habe ich mir wohl verdient. Prüfung bestanden. Na, wenn das nicht ein guter Abschluss für den Part ist, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt pass gut auf. So und nicht anders geht die Pose für die Z-Kraft vom Typ Wasser. Alles klar. Aber das ist noch nicht alles. Du bekommst von mir eine Angel. Nur echt mit Wasserzeichen. Nur echt mit Wasserzeichen. Du erhältst das Item Angel. Angel wurde in der Basis-Items-Tasche versteckt. Lass mich dir das mal erklären. Möchtest du also ein Pokémon angeln, brauchst du nur Felsen im Wasser zu untersuchen. Sobald der Schwimmer der Angel versunken ist, leistet das Pokémon heftigen Widerstand. Und wenn das Ausrufezeichen erscheint, musst du angeblich nur den A-Knopf drücken, um an der Leine zu ziehen. Willst du geangelte Pokémon fangen, bieten sich dafür Tauchbälle wie diese an. Du erhältst 10 Exemplare des Items Tauchball. Tauchbälle wurden in der Itemstasche verstaut. Wusstest du übrigens, dass ich sogar ein rotes Gyarados an Land gezogen habe? Wirklich? Ist ja geil. Ja, ja, so war das. Oder auch nicht. Du bist bestimmt sehr erschöpft. Soll ich dich jetzt zum Pokémon Center auf Route 5 zurückbringen? Okay, ja, mach. Okay, kehren wir erstmal zurück. Angeln können wir jederzeit. Kommt mir irgendwie bekannt vor, dieser Platz. Als nächstes steht dir Chiaves Prüfung bevor. Sie wird im Vela Vulkanpark abgehalten. Auch, ach noch was. Hast du die Mogelbaum bei der Ohana Farm gesehen? Die kleinen Racker waren ungezogen, also habe ich mein Aquarium Z ausgepackt und ihnen eine Kostprobe meiner Z-Kraft gegeben. Danach haben sie sofort das Weite gesucht. Wie würden sie wohl reagieren, wenn du auch plötzlich vor ihrer Nase mit deinem Aquarium Z zückst? Mal sehen. Ich glaube, ich habe sogar einen Wasser-Pokémon. Der Werte Max hier. Das ist, glaube ich, eine Wasserpflanze. Ich weiß nicht, wie das funktionieren kann, aber
ist Wasserpflanze. Gut, weiter geht's im nächsten Part. Ich hoffe, ich habe was Ordentliches rausgeschnitten und ich habe jetzt beschlossen. Der ist ja, der Max ist ja in der Nähe von der Stadt hier gefangen worden. Deshalb, ich denke, John, mein liebes Starter-Pokémon, hat ja schon genug Beziehungen mit weiblichen Pokémon. Ich denke, ein bisschen schwul schadet ihm nicht. Deshalb, John, Max, Lea, Karl, schwule Beziehungen, nichts Falsches. Drei Stempel haben wir. Gut, und dann würde ich sagen, beende ich diesen Part an dieser Stelle und hoffe, euch hat es wenigstens ein bisschen gefallen. Diese Weihnachtspart. Ja, dann gehabt euch wohl. Und alles andere habe ich schon gesagt. Also, bis morgen. Da kommt dann noch ein schöner Part online. Schaut dort unbedingt rein und dann adios. Ciao, ciao.